Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nachdem mir der reguläre Maybelline-Adventskalender in diesem Jahr doch relativ gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, okay, den Silvester-Countdown-Adventskalender sollten wir uns auch anschauen. Den gibt es jetzt gerade bei Rossmann für 69,99, Leute. Holla die Waldfee. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Erstmal, wie schön sieht der bitte aus? Oh mein Gott, ich feiere das. Es ist so schön. Das ist New York Silvester in Pink, Lila. So wunderschön. Also das stellt man sich doch super gerne den ganzen Dezember über hin, oder? Das ist großartig, denn das ist tatsächlich auch ein Adventskalender, der vom 1. bis zum 31. Dezember geht. Komplett den ganzen Advent und auch noch darüber hinaus. Also so großartig. Und ich hoffe jetzt auch, dass dieser Inhalt mindestens genauso gut ist wie der, den wir ja schon gesehen haben. Erwin nimmt seine tragende Rolle dieses Jahr natürlich wieder wahr. Und ich starte hier mit der Nummer 1. Es ist ein Boxen-Adventskalender. Du kannst ihn weiterverwenden. Ist das nicht ein Traum, Leute? Okay, wir starten hier mit dem Maybelline Löscher. Den habe ich normalerweise in der allerhellsten Farbe. 005 ist es, glaube ich. Das ist jetzt die Größe, 1. Mutig. Passt nicht jedem. Passt mir auch wirklich nur im Hochsommer, den wir ja gerade offensichtlich haben. Es waren heute 25 Grad. Es ist so warm. Und schwierig, ein solches Produkt reinzupacken. Aber Maybelline ist ja auch manchmal etwas mutig. Ne? Mal gucken. Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 2. Hier haben wir eine kleine Größe oder eine Reisegröße von The Colossal Mascara drin. Das sind 4,5 Milliliter. Eine Mascara, die ich persönlich auch sehr, sehr gut finde und die ich auch noch aus meiner Jugend kenne. Das ist einfach so ein Staple-Produkt von Maybelline und deswegen mag ich es, dass es drin ist. Diese Produkte werde ich jetzt nicht auspacken, also werde ich nicht öffnen, weil ich vieles weiter verlosen werde und so weiter. Ne? Dementsprechend kann ich euch immer bei der Mascara definitiv das Bürstchen einblenden und auch bei den Lippenprodukten oder so vielleicht auch, falls man das jetzt nicht auf dem Bild zu so sehen sollte, einfach ein Bild aus dem Rossmann Online Shop zum Beispiel. Selbstverständlich auch mit dabei ist die sehr leichte Nummer 3, wo ich jetzt irgendwie so einen Augenstift oder so drin vermuten würde. Oder ein Lipliner. Lipliner Color Sensational in der Farbe 132 Sweet Pink. Das ist einer zum Anspitzen. Ist aber ein wirklich wunderschöner Ton, der zu vielen Lippenfarben passen wird und auch zu vielen Lippenstiften. Ne? Ich persönlich mag es ja nicht so gerne, wenn das Holzstifte zum Anspitzen sind. Ist eine Präferenzgeschichte, aber ist mit drin. Wir haben jetzt was für den Teint, wir haben was für die Augen und was für die Lippen. Also da ist jetzt schon mal ein bisschen Abwechslung gegeben. Hier haben wir die Nummer 4 und die fühlt sich schwer an. Nagellack. Schön. Ja, also wirklich schön abwechslungsreiche Express-Finish. 40 Sekunden Trocknungszeit braucht er offensichtlich nur in der Farbe 01. Das ist einfach die brillante Base. Kann man machen, ne? Ist schön. Holla, guck mal, wie groß die 5 ist. Der Tag vor Nikolaus. Ich sag's ja immer wieder, ich komme immer wieder durcheinander, wo jetzt Nikolaus gefeiert wird oder nicht. Ich mache das einfach nach meiner persönlichen Präferenz. Also ich sitze hier in Deutschland und hoffe dann immer, dass tatsächlich der 6. Dezember auch ein bisschen was Spezielles ist. Hier haben wir am 5. Dezember eine Wimpernzange drin. Und ich habe hier einen Lippenstift draufgelassen. Und ich mag Wimpernzangen. Ich verwende eine von Catrice aktuell, die ich richtig gut finde. Aber die von Maybelline sollen auch sehr, sehr gut sein. Ich glaube, Sarah Isabel hatte das mal mir gesagt, dass die da sehr gut mit klarkommt. Ist hier unten auch gummiert, dass du nicht abrutscht oder so. Also das ist schon nicht so eine Billo-Wimpernzange, schon hochwertig. Ich weiß bei solchen Produkten halt nicht, wie ich da den Wert euch festlegen werde. Aber da suche ich mir schon was raus. Für mich Nikolaus, die Nummer 6. Full Size von der Mascara, wie geil. Falsche Wimpern, Black Drama, Volume, Express Mascara, Full Size, Leute. Wie genial ist das denn? Finde ich großartig. Wir haben ja auch außen einen Spoiler drauf gehabt, sodass wir wahrscheinlich alle wissen, was sich in der 24 oder 31 verbergen wird. Aber zwischendrin hier dann trotzdem auch noch Full Sizes drin zu haben, feiere ich. Die Nummer 7 ist wirklich leicht. Ist da überhaupt was drin? Mal gucken. Ja, ein Stift. Das ist auch wieder ein Lip Liner, Color Sensational, oder? 540 Hollywood Red Lip Liner, genau. Ja, noch ein zweiter Lip Liner, der ist jetzt ein bisschen dunkler, das ist auch okay. Ist dann für etwas dramatischere Sachen, ne? Ja, vielleicht hätten die hier besser auch mal als, ja nicht Abwechslung, aber hätten dann einen Lippenstift reinmachen können. Mal gucken. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Cool finde ich übrigens, dass du hier auch, es ist nachhaltig, ich weiß nicht, aber das ist halt von innen jetzt nicht beschichtetes Papier oder so, ne? So, wir haben hier drin ein Blush, finde ich großartig. Cheek Heat in der Farbe 20, Rose Flash und, ne? Einfach mal ein Blush. Ich meine, sowas kannst du halt auch wirklich mit vielen verschiedenen Tons verwenden. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist nicht so speziell wie jetzt irgendwie ein Concealer.
In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über einen Stift freuen. Das ist ein Tattoo-Liner in der Farbe Striking Navy 920. Ja, für die Augen ist es einfach ein herausdrehbarer Kajal-Gel-Eyeliner. Die Tattoo-Liner sollen ja sehr, sehr gut halten. Ich bin halt eher ein Fan von generellen Flüssig-Eyelinern beziehungsweise so ja, mit hier spitze Schwämmchen, Gedönsen, ne? Aber gut, ja, ist okay. Blau ist halt auch einfach mal was anderes. Riesig darf es mit der Nummer 10 weitergehen. Aber wie wir ja auch schon bei dem anderen Adventskalender gelernt haben, verstecken sich hier drin auch ein paar Pflegeprodukte. Hier habe ich ein Micellenreinigungswasser All-in-One von Garnier. Das ist so eine Reisegröße mit 100 Millilitern. Macht in einem Make-up-Adventskalender schon Sinn, ne? Also definitiv kann man das gebrauchen, dass wenn du dich halt schminkst, dass du auch was zum Abschminken hast. Why not? Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält wieder etwas recht Schweres. Auch wieder ein Nagellack. Oh, schöne Farbe, so ein Aubergine-Ton. Plum Party, die Nummer 9, Fast Gel, Nail Lacquer. Das ist einmal dieser hier. Also ich persönlich mag solche Farben sehr, sehr gerne. Finde es auch cool, dass sowas hier mit drin ist. Nicht das klassische Rot ausschließlich hier drin oder so, ne? Mag ich. Ich bin ja so eine bunte, fancy, pansy Queen. Nein, ich bin keine Queen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, ne? Ich habe hier die Halbzeit, eigentlich die Halbzeit. Die Halbzeit der Weihnachtszeit, die Nummer 12. Und hier ist wieder eine Mascara drin. Und zwar die Sky High Lash Sensational, die normale. Da steht jetzt nicht drauf, wie viel Gramm hier drin sind. Ich gehe da jetzt einfach mal so von der Hälfte von dem normalen aus. Oder von 3,5 Gramm hast du ja, glaube ich, hier bei diesen öfters so mit drin. Ne? Finde ich richtig cool, dass die hier drin enthalten ist. Hinten steht drauf, 4,5 Milliliter sind hier drin. Die Nummer 13 ist auch wieder so ein Klopper. Das ist bestimmt auch wieder ein Pflegeprodukt. Ja, auch wieder was zum Make-up entfernen. Also wenn man vielleicht nicht so unbedingt auf Micellenwasser steht, so wie ich, kann man sowas verwenden. Das ist eine riesige Geschichte. Fresh Lotion Soft Makeup Remover. 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Auch richtig cool. Hätte man vielleicht etwas homogener verteilen können, aber ich weiß ja nicht, was sonst noch so in den nächsten Tag an Pflege auch auf uns zukommt. Quadratisch und praktisch kommt die Nummer 14 in die Ecke und enthält ein Color Tattoo 24 Stunden in Infinite White. Das finde ich cool. Das ist so pearly so ein bisschen, ne? Könnte aber auch tatsächlich mega cool als Lidschattenbase funktionieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder es landet in meinem Mono-Lidschatten-Adventskalender, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Weiter geht es hier mit der Nummer 15. Oh ja, das hatten wir auch in dem anderen drin. Das ist dieser Make-up-Blender. Finde ich schön, dass wir das hier auch mit drin haben. Der hat sich wirklich schön weich angefühlt. Bisschen großporig, um ehrlich zu sein, aber das ist ja nicht schlimm. Sieht sehr ansprechend aus. Ich meine auch, dass wir letztes Jahr auch so einen drin hatten, den ich immer noch in Verwendung habe, weil da steht nichts drauf. Und ich meine, dass es bei dem anderen auch so war. Den finde ich ganz gut. Ganz oben in der Ecke versteckt sich die Nummer 16. Und hier ist ein kleines Tübchen drin von dem Matte & Poreless Mattifying Primer. Maybelline Fit Me. Das sind 10 Milliliter. Ja, nicht jeder mag mattierende Primer. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm, dass wir hier nur eine kleine Größe drin haben. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier noch einen weiteren Primer drin finden werden, sodass man sich dann quasi entscheiden kann, welcher passt zu einem. Und so langsam füllt sich das Full Face, ne? Die Nummer 17 ist eine Woche vor Heiligabend. Wieder eine Mascara. Lash Sensational Full Fan Effect Very Black mit 4,5 Millilitern haben wir die da drin. Und die mag ich sehr gerne. Die hat ein total aufregendes Bürstchen. Komme ich sehr, sehr gut mit zurecht. Und die macht schöne Wawawoom Lashes bei mir. Und die hält auch richtig gut. Ich glaube, in der 18, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche übrigens, müssten wir auch so ein Color-Tattoo drin haben. Ja, weil es fühlte sich ähnlich an. Hier haben wir jetzt On and On Bronze drin enthalten. Diese Color-Tattoos sind halt auch wirklich schön als Monoprodukt auf den Augen, muss man wirklich sagen. Die halten auch recht gut, ne? Ich bin halt eigentlich nicht so der Fan davon, aber bei denen muss ich sagen, die sind schon gut, ne? Ich mag halt lieber einfach so fancy verschiedene Farben zu verwenden. Jetzt gut, heute ist es auch nur grün mit ein bisschen Champagnerfarben, aber ne, ja, ist ein gutes Produkt. Auch die 19 ist wieder so ein Oschi, aber sehr, sehr leicht. Auch wieder so was eingepacktes Silikonreinigungspad. Wahrscheinlich dann auch was für die Pinsel oder ist es das fürs Gesicht? Okay, das kannst du sowohl als auch verwenden. Das hat nämlich hier sowas, dass du es einerseits so festhalten kannst und damit dein Gesicht reinigen kannst. Andererseits kannst du aber auch diesen Nupsi hier nehmen und es am Waschbecken festmachen und damit dann deine Pinsel reinigen. Das muss man dann einfach für sich selber entscheiden. Da ich eine sehr sensible Haut habe, wäre das jetzt nicht unbedingt was für meine Gesichtsreinigung. Ich verwende, wobei ich da den Druck ja auch selber variieren kann. Ne? Doch, das wird schon funktionieren. Ja, genau, aber ich würde es eher zum Pinselreinigen verwenden. Also irgendwie, der Adventskalender macht richtig Spaß. Da sind so gute Produkte drin und das ist alles so schön,
Schön, schön, schön, schön, mag ich. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Die Nummer 20 enthält für uns einen Primer. Und zwar ist es der Baby Skin Instant Pore Eraser. Okay, wir haben dann quasi wieder etwas, was eher in die mattierende Richtung geht. 22 Milliliter sind hier drin enthalten. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Ich mag halt lieber etwas, was mir Feuchtigkeit spendet. Aber vielleicht habe ich Glück und finde hier doch noch was, was mir Feuchtigkeit geben wird in dem Adventskalender. Mal gucken. Die Nummer 21 ist sehr leicht. Da haben wir bestimmt so einen Stift oder sowas drin. Ich muss auch gestehen, ich gucke hier teilweise auf diesen Adventskalender oder ich starre fast schon drauf und suche da irgendwelche Zahlen und denke mir, mein Gehirn kocht mir gerade irgendwie weg, weil ich das einfach nicht finde. Crazy. Okay, wir haben hier wieder einen Lip Liner drin. Okay, der ist eine Nuance dunkler als der, den wir halt vorher drin hatten. Okay, das die Rose, auch das ist eine schöne Farbe, die müsste ich sogar, glaube ich, sogar haben. Wirklich eine sehr schöne Farbe, ne? Sowas gehört halt auch irgendwie in eine Schminksammlung rein, genau diese Farbe. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es ist jetzt einfach schon noch ein nude-farbener Lip Liner. Also die können jetzt auch gerne vielleicht mal Lippenprodukte, also Lippenstifte oder Lipglosse oder so hier reinmachen. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Wobei wir uns letztes Jahr darüber beschwert haben und auch das vorletzte Jahr und vorvorletzte Jahr, dass die halt gefühlt nur Lippenprodukte drin hatten. Okay, okay, okay. Die Nummer 22 ist die zweite Schnapszahl und auch die letzte Schnapszahl. Ja, fühlte sich schon an wie Nagellack und hier haben wir auch so einen schönen Leberwurstton. Super. Day, 7 Days Gel Nail Color in der Farbe 932 Muted Mocha. Ich weiß nicht, ob was das mit Muted Mocha zu tun hat. Also wenn mein Mocha so aussehen würde, würde ich mir Gedanken machen. Aber ja, für mich ist es eher Leberwurst, nicht so meine Farbe. Da bin ich eher bei dem Plum, bei dem Pflaume, den wir ja schon hatten. Ne? Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, haben wir wieder etwas Langes, Leichtes. Und das ist tatsächlich ein Lidschattenpinsel. Das ist ja cool. Sowas mag ich ja, ne? Also wenn man hier halt auch sowas als Tool mit drin hat, feier ich. Das ist halt ein ganz flacher Pinsel. Damit kannst du super eine Cut Crease ziehen oder ja auch Lidschatten auftragen, Schimmerlidschatten auftragen, vor allem Schimmerlidschatten auftragen. Oder eben diese Cremepöttchen, ne? Mega. Fühlt sich auch echt hochwertig an, muss ich sagen. Heiligabend, der 24. Dezember, ist ja, glaube ich, in Amerika nicht ganz so wie bei uns, aber für mich ist es, oh ja, für mich ist es der 24. Dezember und das ist meine liebste Sky High Mascara, die schwarze, die ist so gut, die Lash Sensational Cosmic Black, die ist einfach viel besser als die roséfarbene, weil die kriegst du abgeschminkt, aber die smudged auch nicht, also die ist halt genial, ich mag die sehr, sehr gerne und die hat auch wieder so ein langes, schönes, tannenbaumförmiges Bürstchen, ich finde die super, super gut. Ja, aber der Adventskalender geht ja weiter, ne? Das ist cool. Der erste Weihnachtsfeiertag, die Nummer 25. Hier haben wir drin Express Brow, eine Fast Sculpt Mascara in Clear, sehr, sehr schön. Ein Augenbrauenfixierungsgel. Oh Wunder, auch hier sind 3,5 Milliliter drin. Finde ich super, Augenbrauengele verwende ich auch ganz gerne. Und da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Die Nummer 26, der zweite Weihnachtsfeiertag. Hier haben wir ein Lippenprodukt drin. Rose Diamonds, die Nummer 278 von den Creamy Textures, also von den cremigen Texturen. Oh, das ist wirklich eine schöne Farbe. Die kannst du super, super tragen. Also wirklich, der hat auch wirklich, wirklich, wirklich so ein paar Sparkles mit dabei. Schön festlich, mag ich gerne leiden. Ich wüsste nur nicht, mit welchem der Lip Liner man das kombinieren sollte. Vielleicht mit dem ersten? Die Nummer 27 fühlt sich an, als wäre sie leer. Ist sie aber nicht, denn hier haben wir einen Line Refine Expression Kajal drin. Einfach einen schwarzen Kajalstift zum Anspitzen. Das ist halt auch so ein Klassiker, den wir halt immer in den Adventskalendern so finden und deswegen gehört es auch in diesen Make-up-Adventskalender rein. Die Nummer 28 ist wieder schön groß, aber auch wieder so leicht. 12 Eyeliner und Lidschattenhelfer. Sowas finde ich auch praktisch. Das Tape Diagonal. Genau, das ist halt, wenn man so Klebestreifen-Looks macht. Ne? Mag ich gerne leiden, verwende ich auch wirklich gerne mittlerweile, seitdem Sarah Isabel mir das beigebracht hat. Und oh, wirklich cool. Ne? Da hast du dann im Prinzip für, ich würde sagen, dann ja für 6 Looks hier was drin. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Euronen ich das dann taxieren werde, das sehen wir dann, aber ich finde es praktisch. Die Nummer 29 enthält safe noch ein Color-Tattoo-Gedönsen oder ein Nagellack. Ein Nagellack. Oh, schöne Farbe. Ich mag sowas. Nude Flush von den Fast Gel Nail-Lackern. Guck mal. Den mag ich wirklich gerne leiden. Den könnte man auch tatsächlich, wenn man möchte, über diesen Leberwurst Ton drüber toppen und hat dann so ein bisschen mehr Pep. Dann habe ich hier noch den 30. Dezember, der ja quasi der Tag vor Silvester ist. Hier kommt Maybelline Superstay Eraser Lip Color Remover. Praktisch.
Haben wir dann in der 31 irgendwas mega krasses für die Lippen? Weil bislang haben wir ja nichts, was super krass lange hält, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Full Size ist, aber hier sind 2,4 Gramm drin enthalten. Ich habe sowas auch von Gatobi für Augen-Make-up. Dann könnte das hier ganz gut sein für Lippen-Make-up. Ich habe das ja öfters mal, dass ich dann irgendwelche zu krassen Lippenprodukte auftrage und die einfach nicht mehr abbekomme. Und dann sieht das so weird irgendwann aus. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Silvester, bin ich aufgeregt. Trommelwirbel für die Nummer 31. Das ist dieses hier. Das dürfte dann irgendein krasses Lippenprodukt sein. Yo! Superstay Matte Ink von Maybelline habe ich hier in der Farbe 20 Pioneer. Einen Liquid Lipstick. Und den kannst du theoretisch, wenn du möchtest, kombinieren mit dem Lip Liner. Dann hast du halt eine etwas dunklere Lippenumrandung, aber der hält wirklich bombenfest. Man muss da ein bisschen aufpassen. Also ich mache das so, wenn ich die auftrage, dass ich mir das halt drauf mache, dann so ein bisschen abblotte und dann ist halt perfekt eigentlich, weil ansonsten wird es bei mir zu schnell zu crusty, ne? Genau, ja, finde ich cool, ist eine Full Size und das war jetzt einmal der komplette Adventskalender. Paula die Waldfee, was ist das bitte für ein genialer Inhalt? Finde ich großartig, extrem empfehlenswert. Ich finde den auch besser als den mit den 24 Tagen, muss ich sagen. Ich finde den hier einfach großartig. Ich kann es gerade nicht anders sagen. Du hast hier alles für ein Fullface drin, was jetzt nicht irgendwie super krass teintgebunden ist, außer der Concealer. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber wenn du halt genau diese Farbe hast, dann hast du ja wirklich richtig Glück, ne? Also ich finde es toll und ich finde auch, dass wir hier eine schöne Variation drin haben. Man hat hier halt vieles für eher nicht trockene Haut drin enthalten. Trotzdem finde ich, dass die Konstellation einfach großartig ist. 70 Euro bzw. 69,99 ist eine Ansage, ne? Aber man kriegt den Kalender ja sehr wahrscheinlich auch im Laden. Da kann man ja mit diesen Coupons meistens 10% drauf sparen oder ja, manchmal bekommt man die ja auch noch woanders, wo dann vielleicht auch irgendwie ein Rabatt drauf gilt. Muss man einfach mal Ausschau halten. Aber das ist halt echt ein Make-up-Adventskalender, den ich euch extrem empfehlen möchte. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns mal gerne austauschen und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!